Jetzt müssen wir ja noch mal eine kurze Einsatzbesprechung durchführen, aber ja, von mir aus. Der Wachroboter scheint deutlich stärker geworden zu sein. Das gibt Anlass zur Sorge. Seien Sie äußerst vorsichtig. Doch wir haben noch ein weiteres Problem. Sie müssen umgehend Nock verlassen, nachdem Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Das sei ich, ist Ihnen auf der Spur. Sind die Anweisungen klar? Ja. Bleiben Sie nicht länger als unbedingt erforderlich. Okay, mache ich. Das Coole wäre, wenn es jetzt hier wirklich so ein, so ein Countdown gäbe. Bis das Sai X hier auftaucht und halt die ganze Zeit auf den, mir auf den Fersen wäre. Aber ich sag mal so, ich verrate jetzt glaube ich nicht so viel, wenn, wenn ich sag, dass es eigentlich wirklich bloß, dass wir kein Zeitlimit haben, sondern uns eigentlich so viel Zeit lassen können, wie nötig. Weil das Sai X nicht früher auftauchen wird. Finde ich aber wirklich schade, also da hätten wir wesentlich mehr, ja, mehr Spannung reinbringen können, wenn man wirklich so einen Sai-X-Counter gemacht hätte. Aber wie gesagt, das, ja, wäre zwar ganz witzig gewesen, aber man muss es ja nicht unbedingt, beziehungsweise es ist jetzt nicht so schlimm. So, was war denn hier drüben? Ich weiß es nicht mehr. Da gibt es zumindest nicht, ja. Oh, ein Missile-Container, der ist gar nicht auffällig. Jetzt zumindest nicht mehr. Aber hier war doch nochmal... Ja, genau. Hätte mich auch gewundert. So, und dann sind wir schon wieder raus hier. Sehr schön. Mit einem Missile-Container mehr. Jetzt haben wir schon 200 von den Dingern. Wow. Das ist ein Haufen Zeug, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie viel es in dem Spiel gibt. Aber schon 200 sind ziemlich krass, weil wir damit ziemlich alles wegsprengen können. So, hier ist eine Powerbombe, das weiß ich glaube ich noch. Oder auch nicht. Gut, okay, dann mal das Rätsel erst für später. So, weg mit euch. War hier drüben irgendwas? Ich sehe jetzt, na, Tatsache, aber da brauchen wir einen Speedboost dafür, okay. Ja, irgendwo muss das ja auch hinführen. Okay, dann kommen wir hier später nochmal hin. So, hier war auch das, ja genau, also dann runter. Durch einen Weg, wo wir eh nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir müssen wieder eine alternative Route finden, da drüben können wir noch nichts machen. Das wird dem Computer wahrscheinlich wieder nicht gefallen. Wenn wir so unseren einzelnen Kopf durchsetzen. Da, weg, weg. Da, weg. Ich hasse die Puffer. Nervige Viecher. So, da drüben wäre ein Speicherraum. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sondern wir gehen hier weiter. Und schon war es wieder gut, dass wir die roten Schleusen geöffnet haben. Also von dem her soll er nicht so einen Aufstand machen. Okay, was haben wir? Warning. Gut, okay. Wenn wir nicht autorisiert sind, dürfen wir also nicht rein. Ja, ich hab's kapiert. Du kannst jetzt... Oder du kannst die ganze Zeit weiterlabern. Von mir aus. Ist auch überhaupt nicht nervig auf die Zeit. Und ich denke, diese Warnung hat nicht nur uns Bescheid gegeben, sondern auch dem Wachroboter. Den wir, ja, jetzt bekämpfen müssen. So, wir machen hier oben erstmal die Dings frei. Es sieht zwar von unserem letzten Kampf immer noch ein bisschen arg demoliert aus, aber das macht ihm so ein bisschen wenig. Ah, komm, nein, ich bin... Oh mein Gott. Ja, der Boss ist so witzig, ich mag ihn so. Ich hasse den... Oh, ich hasse beide Formen von dem Vieh. Die Form wäre jetzt ja eigentlich nicht schlimm, weil unsere Missiles ja jetzt... Nee, unsere Missiles sind eigentlich gar nicht stärker geworden seit dem letzten Mal. Wow, das Vieh. Ich habe jetzt sogar gerade ein bisschen Angst, dass ich gegen das Vieh verliere. Ah, ja, es sieht schon ein bisschen arg demoliert aus. Ja, das waren sehr schöne Treffer. Kann ich ihn eigentlich auch mit einem Charge angreifen? Das wäre super. Müsste ja eigentlich auch gehen. Komm, 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 komm. Ja, ja, wunder... Nein, ach Mann. Das muss man halt ausnutzen, dass er da dann gegen die Wand hämmert. Ja, genau so. Sehr schön. Nochmal zwei Treffer mehr. Ah, Mist. Gut, okay, wenn man hier so ein bisschen am Rande bleibt, dann erwischt er einen nicht so. Oh.
Die Raketen kann man auch immer recht gut abschießen. Von dem her. So, hier müsste kommen. Ah, Mist. Ja, sehr schön. Auch schon besiegt. Da ist sein Gehirn, das von den X übernommen wurde. Und jetzt kämpfen wir auch schon gegen den X-Kern. Oh. Ja, stimmt. Das waren Missiles. Keine... So, nämlich. Sehr schön. Und wir haben hier wieder einen Waffenkern vor uns. Auch sehr, sehr schön. Dann haben wir eine neue Waffe. Man kann sich jetzt vielleicht schon denken, welche Waffe, weil es nur noch eine große Waffe gibt, die übrig bleibt, sage ich mal. Also zumindest von bekannten Metroid-Spielen schon. Und zwar ist es der Wave Beam, der Wände durchdringen kann. Finde ich auch sehr schön, dass man den erst zu spät bekommt. Und sogar den Plasma Beam davor, außerdem sieht er halt einfach sehr, sehr cool aus. Und wir haben es kapiert. So, damit können wir jetzt natürlich auch die Schleusen öffnen. Damit haben wir jetzt auch schon einen Rückweg gesichert, weil, ja, da drüben war so eine Schleuse, wo wir nicht durch konnten. Also nicht ohne Wave Beam, sag ich mal. Unsere Schüsse sind jetzt natürlich auch noch sehr, sehr viel stärker. Und wir können sehr viel besser zielen, weil wir halt durch Wände schießen können. So, und hier nochmal runter. Und dann gucken wir mal, was sich da drüben befindet und warum man denn dafür unbedingt so eine Autorisation will. Der Geheimtrakt. Okay. Was ist denn so geheim an diesem Trakt? Ich speichere vorsichtshalber. Es sollte nichts passieren, aber ich speichere. Denn ich habe keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Aber was haben wir hier? Was ist denn so geheim, dass sie es hier verstecken müssen? Metroids. Sie züchten hier auf der Station Metroids. Und nicht nur das, sie lassen sie sogar entwickeln, wie auf SR388 Alpha, Gamma, Zeta. Jetzt fehlen nur noch Omegas. Hier ist... Was war das? Wahrscheinlich das ZX, das ist auf den Spuren ist. Wir schauen nach. Es ist tatsächlich das ZX. Und, naja, es macht hier ein bisschen Ärger. Und, ja, das Geheimlabor wird einfach mal abgekoppelt. Die Metroid spielen hier ein bisschen verrückt. Aber wir kommen hier relativ schnell raus. Ja, wie gesagt, es sollte nichts passieren. Ist auch nichts passiert. Ja, wir haben jetzt mal so ein bisschen die ganze Metroid-Forschung hier zerstört. Der Computer wird wahrscheinlich Freudensprünge machen. Und was für ein Zufall, er ist gleich auch ein Navigationsterminal. Dann reden wir doch mal mit ihm. Ach, herrlich. Samus, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sie haben Ihre Befehle missachtet. Vielleicht werden Sie schon bald den Preis dafür zahlen. Wie Sie sehen konnten, betrieb die Föderation ein Programm zur Aufzucht von Metroids, das geheim gehalten wurde. Natürlich dient es rein zivilen Zwecken. Ah ja, ganz klar. Ich gehe davon aus, dass Sie das verstehen. Aber vielleicht wussten Sie bereits von diesem Programm. Ihnen müsste doch Zweifel gekommen sein, als Sie Sektor 1 gesehen haben. SRX, eine originalgetreue Nachbildung des Ökosystems von SR388. Ein ideales Umfeld zur Aufzucht von Alpha, Gamma, Zeta und sogar Omega-Metroids. Im Rahmen dieser Forschung entwickelte man Verfahren, die das Wachstum erheblich beschleunigen können. Stellen Sie sich nur vor, ein Omega-Metroid, der innerhalb weniger Tage aus einer Larve heranwächst. Doch diese Studien sind nun abgeschlossen. Das X hat seinen natürlichen Feind aufgespürt. In diesem Moment befindet sich eines der SAX auf direktem Weg hierher. Eines? Soll das heißen, dass mehrere SAX existieren? Das finde ich eine sehr schöne Stelle, weil bei einem denkt sich sofort jeder Spieler, was eines? Und dass Samus das dann sagt, finde ich sehr gut, weil das... Ja, ich weiß nicht, das stellt auch so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Spieler und Samus her, finde ich sehr schön. Also das ist sehr, sehr gut gemacht. Das sollte Sie nicht wirklich überraschen, Samus. Wie Sie wissen, vermehren sich die X asexuell durch Zellteilung. Als Folge dieser biologischen Voraussetzung befindet sich mittlerweile nicht weniger als 10 SAX an Bord dieser Station. Erklärt auch irgendwie, wieso sie immer überall waren, sag ich mal. Samus, Sie müssen fliehen. Verschwinden Sie von hier, beeilen Sie sich. Ansonsten sind Sie leichte Beute für das SAX. Halten Sie lediglich an einem Navigationsterminal, um eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, was das HQ zu den jüngsten Vorkommnissen sagen wird. Sie sollten schleunigst Bericht erstatten. Sind die Anweisungen klar? Ja. Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg.
Okay, erschreckende Neuigkeiten. Ich glaube, Samus hat jetzt auch noch was zu sagen. Hat sie? Hat sie. Der wahre Adam hätte mein Verhalten ebenfalls kommentiert, doch er hätte angemessener reagiert. Seine Kritik war vielleicht schonungslos, aber dennoch verantwortungsvoll. Er war keine Maschine, die von ihren Pflichten besessen ist. Ein Computer ist zu einem solchen Verständnis nicht fähig. Ja, aber der Computer befolgt halt seine Befehle, während Adam... Ja gut, er hätte halt Gefühle halt auch einfließen lassen, aber ich meine, Adam wäre ja wahrscheinlich auch nicht auf der Seite der Föderation in dem Fall gewesen, was die Aufzucht mit Metroids betrifft. Deswegen muss man da vielleicht schon ein bisschen anders reagieren, beziehungsweise das anders sehen. Wir haben gerade nochmal einen Energietank gefunden, den finde ich auch sehr schön. Dieser Bereich erinnert mich... Na, Mistviecher, die sich hier entwickeln. Ja. Der Bereich erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an Turian. Finde ich ganz witzig. Die Musik ist auch super. Ah, das ganze Spiel ist einfach so super. So, hier geht's runter. Wie war das? Wir müssen das Vieh hier töten. Dürfen jetzt aber das X nicht einsammeln. Weil das sich jetzt dazu entwickelt, dürfen diese X nicht einsammeln. Weil sie sich jetzt zum Piraten entwickeln. Zum goldenen Piraten auch noch. Eigentlich der Elite-Truppe von Ridley. Und dürfen diese X jetzt einsammeln. Das ist so ein bescheuertes Rätsel, weil man halt die X ewig nicht einsammeln darf. So, war hier nochmal was aus der Powerbombe? Nee, ich bin natürlich nicht... Ich freue mich natürlich nicht über die Powerbombe. Nein, ich will sofort noch mehr haben. So, ja. Naja, aber ganz interessant, dass man halt diese X so sich ein bisschen entwickeln lassen muss. Speicherstation, hätte ich mir denken können, aber ich wollte wissen, ob da hinten noch was ist. So, da geht's durch, bringt uns aber nur noch nichts. Weil wir müssen hier noch was erledigen. Und zwar dann nach oben gehen. Zu dem Pirat, der da genau drüber steht. Genau. So, hier sollten jetzt nochmal goldene Piraten kommen. Ach nee, die entwickeln sich aus den Viechern. Also das verstehe ich manchmal nicht so wirklich, wieso die X sich jetzt... Zum Beispiel, wieso die Viecher sich jetzt, wenn sie hier rangezogen werden, sich dann zu goldenen Piraten entwickeln. Ich verstehe ja immer nicht so wirklich, warum hier goldene Piraten auf den... beziehungsweise allgemein Piraten auf dem Schiff rumlaufen. Aber hey... Na, beziehungsweise ich verstehe es schon, dass es halt... wie soll man sagen? Es ist halt genauso wie die Metroid-Aufzucht halt von der Föderation irgendwelche Experimente. Ach, hier ist bloß ein Aufladeraum, genau. Für den bevorstehenden Kampf, sage ich jetzt mal. Und hier drüben. Aber wenn hier drüben, dann war da oben ein Speicherraum, okay. So viel dazu. Na, das ist mir egal, weil hier drüben ist schon ein Auge. Sehr schön, mit einem roten X. Und dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Boss. Und zwar Ridley. Doch, wie wir vorhin schon gesehen haben, ist auch Ridley von den X besessen. Und deswegen haben wir hier jetzt Neo Ridley, beziehungsweise Ridley X, ein sehr cooler Boss, finde ich, wie ich finde. Er ist jetzt natürlich anders wie andere Ridleys. Gut, okay, von seiner Kampfstrategie sage ich mal nicht, weil es scheint bloß die ganze Zeit draufballern, wie man sieht. Kann er da auch nicht viel dagegen machen. Gut, er kann uns ein bisschen Energie ziehen, aber wir ziehen ihm definitiv mehr. Und es ist mir gerade eigentlich so ein bisschen egal, was er gerade macht. Aber ich finde den Boss eigentlich recht cool. Manche Leute beschweren sich auch, wie er rumschreit, aber... Hier ist es mal so ein bisschen was anderes. Man hat sich ein bisschen was getraut, sage ich mal. Konnte man natürlich auch bei dem X, weil es jetzt Neo Ridley ist. Oder Ridley X halt. Je nachdem, wie man ihn beschreiben will. So, und wir verlieren doch gerade recht gut Leben, aber das sollte es jetzt auch schon für ihn fast gewesen sein. Zumindest gehen wir gleich den Salz aus. Wir hätten, glaube ich, wesentlich mehr Schaden mit unserem Plasma-Beam machen können, aber das ist jetzt auch schon Geschichte. Und da war er's. Und hier haben wir das, den X-Kern, den wir jetzt hier so ein bisschen im Luft-Battle umhauen können. Probieren wir einfach mal die ganze Zeit in der Luft zu bleiben. Ja. Luft-Battle halt. Na komm. So, nochmal. Na, das ist ganz witzig. Kann man jetzt auch mit dem Space Shampoo machen. So. Sehr schön. Also das fand ich gerade wirklich sehr schön. Ja, Ridley halt wie immer ein nicht wirklich allzu schwerer Bosskampf. Aber ganz witzig. Sah neu aus, sah schön aus. Und wir sammeln seine Fähigkeit ein.
nämlich die Screw Attack. Es gibt jetzt auch nicht wirklich hundertprozentig Sinn, warum die Screw Attack von Ridley's Gen bekommen. Vielleicht, weil er so eine zerstörerische Aura hat. Aber, naja, egal. Wir bekommen die Screw Attack von Ridley. Auch ganz schön. Na, komm her.